344.425 Studenten haben im Wintersemester 2013/14 in Baden-Württemberg die Hochschulbank gedrückt. Und das dann grün-rot ohne Studiengebühr. Auch sonst habe sich mit Antritt der neuen Regierung 2011 einiges getan. Wir haben als zweiten Schritt das Landeshochschulgesetz novelliert und modernisiert. Wir haben die Juniorprofessuren gestärkt. Wir haben den Zugang zu den Hochschulen erleichtert. Wir haben den weiterbildenden Bachelor eingeführt, ein spezielles berufsbegleitendes Studium für Berufstätige. Wir haben die verfasste Studierendenschaft wieder eingeführt, Demokratie an die Hochschulen gebracht. Das Glanzstück aber sei das Hochschulfinanzierungsgesetz. Berufsgemäß sieht die Opposition aber alles ein wenig anders. Allzu oft glänzt das Wissenschaftsministerium durch Nichtstun. An der Hochschule für Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg, da haben sie scheinbar Politik nach dem Prinzip der drei Affen gemacht. Ich höre nichts, ich sehe nichts, ich sage nichts. Diese Hochschule ist eigentlich eine Perle in der Hochschullandschaft von Baden-Württemberg. Es ist die Kaderschmiede unseres Verwaltungsnachwuchses. Dass Sie dieser Hochschule nicht bei Zeiten helfend unter die Arme gegriffen haben, Frau Ministerin, das grenzt in unseren Augen an Verantwortungslosigkeit. Dabei war Wissenschaftsministerin Theresia Bauer erst im März vom Deutschen Hochschulverband zur Wissenschaftsministerin des Jahres gekürt worden. Ganz Deutschland schaut nach Baden-Württemberg und freut sich, was hier in der Hochschullandschaft passiert. Ich kann nur sagen, Sie können nur schwarzmalen, eigene Konzepte, Fehlanzeige. Und mittlerweile bekommt man wirklich den Eindruck, dass Sie auf jeden Zug aufspringen, der vorbeifährt, egal aus welcher Ecke Kritik kommt, egal ob sie berechtigt ist oder nicht. Sie springen mal drauf, egal wie Sie sich früher zu dem Thema verhalten haben. Zusätzlich klang bei den Grünen aber auch Kritik am Vermächtnis der Vorgängerregierung an. Was bei der FDP den Eindruck hinterließ, die Welt sei mit Grün-Rot 2011 erst neu erschaffen worden. Was war denn eigentlich vorher? Vorher mit Exzellenzuniversitäten, mit einer tollen Landschaft dualer Hochschule, mit angewandter Hochschule. Meine Damen und Herren, wir waren im Ranking vorne, wir haben Nobelpreisträger gestellt. Das ist alles anscheinend bei Null bei Ihnen begonnen und jetzt ist die Welt heil. Auf diese Altlasten konnten Sie wirklich gut aufbauen und diese fortführen, meine Damen und Herren. Die Wissenschaftsministerin selbst versuchte sachlich zu bleiben, kam aber auch nicht umhin, ihre Oppositionskollegen darauf hinzuweisen, dass es unter Schwarz-Gelb in den letzten 18 Jahren keinen Ausgleich für die Energie- und Bewirtschaftungskosten der Hochschulen gegeben habe. Wie mussten die Universitäten das in den letzten Jahren bearbeiten? Diese Rechnungen zu zahlen, ohne dass sie Ressourcen dafür bekommen haben? Sie haben sogenannte Mittel geschöpft aus nicht besetzten Stellen. Andere Möglichkeiten hatten sie nicht. Nicht Stellen nicht zu besetzen, um die Heizkostenrechnung zu bezahlen, das war die Politik der letzten 18 Jahre. Gemäß dem Motto der Debatte sei freilich auch heute nicht alles Gold, was glänzt, gab die Ministerin zu verstehen. Darum sei sie auch jederzeit offen für konstruktive Vorschläge. Auf die habe sie aus CDU- und FDP-Reihen bisher allerdings vergeblich gewartet.